Herzlich willkommen zu Far Cry 3, Part Nummer 64. Ich bin Foxy und wünsche euch ein schönes neues Jahr. Kommt ein bisschen später, Part, aber gut. Ich bin jetzt die erste Aufnahme im neuen Jahr. Und ich werde jetzt halt das Nebenzeug erfahren. Ich habe aber gesehen, wir schaffen wahrscheinlich 100%, weil. Man muss ja hier auch die Fähigkeiten haben. Und ich weiß nicht, ob ich muss das hier schaffe. Also wird es dann 99,9%. Aber ich habe mal gedacht, wir können jetzt mal einfach jetzt, wir haben ja nicht mehr, keine Story richtig mehr. Können ja mal labern über jeden Scheiß, was wir wollen. Und mit was fange ich an? Wir haben jetzt die 50 Abonnenten erreicht. Ich bin richtig froh darüber. Danke erstmal. Ich bedanke mich richtig. Danke, Leute. 50 Abonnenten ist schon eine geile Zahl. Und ja. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das dauert jetzt hier nicht so lange. Mit das Spiel noch. Weil nach das Spiel kommt auch schon. Boah, was ist das für ein tiefes Loch? Das sieht geil aus. Dann. Ich kann's runter. Ach du Scheiße, hältst du das mit der Luft eigentlich aus? Dann will ich schon mit. Fairless. Oh, stupid. Wo bist du? Wo ist denn das Ding? Wo ist das Ding? Da, ich nehme es doch. Danke. Und wieder hoch schnell. Schaffst du das, Jason, überhaupt? Also 22 von 120 Relikten. Gut, danach kommt schon Far Cry 3. Heißt das Far Cry 3? Auf jeden Fall Far Cry Blood Man, Blood Dragon Blood Money. Blood Money ist Hitman. Ich habe mir schon ein paar Spiele überlegt. Es kommen auch viele noch neu. Ich nehme jetzt auch ein bisschen mehr auf. Ihr denkt jetzt, hä? Das ist doch jetzt also ich nehme jetzt am 1.1. auf. Ein bisschen Vorrat, weil ich jetzt demnächst wieder nächste Woche ab Montag wieder arbeiten gehe. Und ich will dann halt ein bisschen was noch durch haben. Und wenn ich dann halt auch mehr Kommentare und so habe, so mit euch reden kann und so. Kommen wir den Berg da hoch? Ja. Dann kann ich auch auf Themen eingehen besser und so. Jetzt kann ich ja eigentlich nur labern. Eigentlich nur labern, ja. Aber ich kann ja mal erzählen, wie ich denn zu YouTube kam. Ich kam durch YouTube damals, ich weiß nicht, wie lange es schon die Plattform gibt. Ich meine in der 7. oder 8. Klasse. Es ist schon gefühlte 10 Jahre her. Ich bin ja 22, über 5 Jahre bin ich aus der Schule raus. Ich bin aber jetzt zurzeit noch in der Ausbildung. Zweite Ausbildung. Und ich kam zu YouTube halt. Kumpel hat dann damals, da war so die Gangsterzeit, so Snoop Dogg, Tupac und so. Da hat man halt alles bei YouTube gefunden. Da kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit YouTube. Dann habe ich irgendwann diese Anime-Mix gefunden hier. Diese, wie heißen das? Ach du Scheiße. Geil. Ja, fahr ohne mich. Du scheiß Ding. Hey, der hat dann 2 Kontrollpunkte eingenommen. Bleib stehen. Bleib schon stehen. Hey, bleib stehen. Da habe ich dann halt immer diese Anime-Mix. Scheiße, das war jetzt genial. Da fährt er durch 2 Kontrollpunkte. Gut. Dann habe ich dann halt immer diese Anime-Mix geguckt, hier so Naruto. Wie heißt ja AMV Anime. Ich meine, das heißt Anime-Mix Video, heißt das, glaube ich. Und da habe ich dann immer geguckt, Naruto, One Piece lief ja damals und alles. Dann irgendwann. Ich glaube, ich habe Gronkh nicht als erstes geguckt. Ich meine, ich habe dann immer zwischendurch so. Ich weiß gar nicht, wen ich als erstes geguckt habe. Mein, das war sogar schon, das war so Sips LP, meine ich, war das. So German Let's Play war das damals. Ich weiß gar nicht, wie ich bin. Ich habe dann halt auch Gronkh kennengelernt, weil ich dachte, oh geil, kann man gucken. Aber Minecraft, ist ein geiles Projekt bei ihm. Aber, ich mag es jetzt nicht so, muss ich ehrlich zugeben. So. Ich meine, ja, okay, man kann sich das angucken, alles ist auch wunderbar, aber irgendwie, ich will es selber spielen.
Deswegen habe ich mir auch Bioshock aufgehoben. Habe ich gerade so gesehen, da war so eine Speicherkarte. Ich war wie eine besenkte Sau. Ich kann nicht gleich schlabern und zocken. Na gut. Da habe ich dann irgendwann Pete's Meat entdeckt, aber nicht durch Minecraft oder so. Da waren die auch noch relativ klein. Da haben die gerade zu zweit mit Bram und Pete haben da, glaube ich, Twisted Metal gezockt. Twisted Metal, das war auf jeden Fall ein PlayStation 3 Spiel. Da habe ich so Pete's Meat kennengelernt. Ich habe da aber zu der Zeit bis 2013 im Juli hatte ich eine 1500er Leitung. Und ja, wenn die Leute wissen, die YouTube Videos machen, wissen dann, wie lange man da hochladet. Also ich habe dann auch Last Man Standing und alles gut. Ging mit der Leitung, also aber hochladen konntest du vergessen. Ich hatte einen Upload von 150 kb pro Sekunde. Das war so geil. Komm ich jetzt die scheiß Ding da hoch? Man, dann habe ich dann die Internetleitung bekommen. Da habe ich gedacht, komm, machst du YouTube? Machst du, zockst du einfach die geilsten, also nicht die geilsten Spiele, die es gibt, sondern die geilsten Spiele, die es für mich gibt, zockst du dann einfach. Zum Beispiel hier Far Cry, finde ich relativ geil. Natürlich hast du da deine Momente, wo du sagst, ach, fick dich doch, Scheißspiel. Aber hier kommt man doch hoch, wo bin ich ja gar nicht hochgekommen? Ich bin verwirrt. Wo komme ich denn da jetzt hoch? Hier komme ich auch nicht hoch. Duke, ich komme hier nicht hoch. Gut, dann machen wir erstmal was anderes. Vielleicht müssen wir mit Fallschirm oder so hoch. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Wir haben hier noch das. Das sieht cool aus. Ja, mach mal. Wir machen. Komm, die Hirschmission. Haben wir sogar einen Speicherdaten. Dann kam ich dann zu YouTube. Da habe ich mein erstes Let's Play angefangen. Das ist ja gar nicht so lange her, wenn man denkt, ein halbes Jahr ungefähr. Da habe ich mein letztes mit meinem altes Headset. Ganz altes Headset. Das war doch nicht mal das, was ich dann jetzt vorher benutzt habe. Habe ich dann Dragon Ball aufgenommen. Und nebenbei hat WoW gezockt und WoW hat dann doch ein bisschen mehr Zeit angesprochen genommen. Dann habe ich das dann gespielt, dann fing ich dann mit ein paar Projekten mehr an. Das ist auch eines der Anfangprojekte hier, Far Cry. Und Abozahlen ging hoch. Man wurde mehr entdeckt, kann man sagen. Ich hoffe auch, dass ich dieses Jahr noch die 100 Abonnenten erreiche, als erstes Ziel. Also ich habe mehrere Ziele davon. Nicht jetzt nur noch 100 Abonnenten, so, das war's dieses Jahr. Natürlich wäre optimal, wenn wir Gronkh einholen. Aber hol mal 2,4 Millionen Abonnenten ein. Das schafft ja noch eine Gruppe Pete's Meat. Dann habe ich dann halt immer so ein paar Videos hochgeladen. Immer vier. Ich dachte, ich will mal Qualität bringen. Hatte dann ein neues Headset, weil mein. Ja, ich leg die gute Waffe weg. Warte mal, Martinell. Gib meine Waffe wieder. Gib meine Waffe wieder. Danke. Und der Flammenwerfer. Flammenwerfer, toll wie die Hunde. Okay. Da hinten sind sie. Ich brenne mich selber weg. Boah, das ist doch total scheiße, ne? Hunde wegbrennen, aber gut. Da fing ich dann irgendwann mit YouTube weiter an und hab dann das und dann das und dann das. Natürlich kann man jetzt noch bessere Videos machen. Ich habe ja jetzt auch ein neues, schon seit Anfang Dezember, neues Mikrofon gehabt. Habe für euch da ein bisschen Soundqualität, sogar auf 1080p. Und jetzt kommt sogar noch was Neues, was wahrscheinlich dann ich schon längst habe. Ich habe mir jetzt eine neue externe Festplatte gekauft. Neue Rahmenriegel. So 16 GB Rahmenriegel. Neue Grafikkarte. So eine. Was war das? Eine Saphir.
280 Toxin, irgendwie sowas. Der hatte 400 Euro gekostet, aber das war ja Weihnachtsgeld noch alles. Ich habe ein bisschen viel gekriegt Weihnachten, aber es passt eigentlich noch alles. Renn doch nicht weg, du Hund. Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Noch zwei. Lad mal nach, lad mal nach. Ich hab vergessen, man kann ja nicht im Laufen nachladen. Ja, und ich versuche jetzt halt ein bisschen mehr aufzunehmen noch, die letzten vier Tage, fünf Tage. Und dann, wenn dieses neue Zeug ist, kann ich auch schneller bearbeiten und so, natürlich. Dann kann ich das auch dann... Ihr kriegt halt die Parts, ihr seht das ja, das ist ja schon längst vorbei. Ihr habt halt die Parts gekriegt, die müssen eigentlich alle laufen. So viel habe ich schon vorproduziert. Und dann will ich das halt dann ein bisschen... Oh, du Scheiße, du Köhler! Boah, ey! Da versuche ich halt noch ein paar Spiele rauszuballern. Ja, perfekt kommen wir hier an dieser Mission. Überhitzung. Töte so viel wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Und ja, ich hoffe... Ja, ich fange mal so und ja und ja und ja. Und ich habe ja wirklich lange WoW gespielt. Ab 2008 oder so habe ich angefangen, WoW zu spielen. Ich hoffe, dass ich dann jetzt auch mal die Spiele, die ich wirklich nachspielen will, das ist halt jetzt Far Cry Blood Dragon, die ganze Hitman-Reihe, die Dragon Ball-Spiele, Saints Row, GTA-Teile. Aber wir fangen nicht mit GTA 5 an, wir fangen sondern mit was anderes an. Mit GTA 4, glaube ich, und dann gehen wir auch in die alten Spiele sogar. Boah. Du Wichser. Du Wichser. Ach, hier ist auch noch Zeit. Wir müssen uns mal heilen. Heilen. Oh, da ist ein Heli. Da ist ein Heli. Du Bitch. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. Das ist jetzt Mist. Aber ich werde jetzt die Parts jetzt hier nutzen, ein bisschen so hier. Ein bisschen labern, so. Ein bisschen richtig labern, so. Man muss man ja nicht mehr so konzentriert sein. Und ich hoffe, euch gefällt das. Da könnt ihr ja ein bisschen über mich kennenlernen. Ich kann euch vielleicht ein bisschen kennenlernen in den Kommentaren. Dass wir vielleicht, dass ihr mich auch weiterempfiehlt, zum Beispiel. Wäre auch sehr nett. Zum Beispiel hier. Der Typ ist doch geil. Der hat gute Soundqualität. Guckt ihn dir mal an. Ist halt noch alles 0850 Spiele. Ich will aber... Ich habe auch Minecraft angefangen. Ich bereue es nicht, aber ich hätte es nicht. Ich weiß nicht. Minecraft ist halt. Da gibt es überall. Ich will halt so Spiele spielen. Einfach was mir eigentlich Bock hat. Minecraft macht mir noch Bock, natürlich. Aber wenn es dann halt gar keine Lust mehr macht, hört es auch auf. Ist aber halt so ein Mammutprojekt. Und ich weiß auch nicht recht, ob ich hier mit so einem MMO anfangen soll, weil die sind ja auch recht lange in Skyrim. Skyrim kannst du ja komplett vergessen. Aber Skyrim kommt, Skyrim kommt. Dann seht ihr, wie ich schreie. Skyrim! Na gut, fertig. Jetzt hätte ihr alles geschafft dann. Muss man ja kein Gold stuffen. Ich kratze meinen Bart. Mein Bart und ich. So. So, und jetzt? Und jetzt? Haben wir hier eine Übergabemission. Können wir da direkt machen. Ich werde jetzt auch gleich im nächsten Part die zwei Basen da angreifen. Dass die auch weg... Oder drei... Ja, drei Basen habe ich gerade gesagt. Dass die auch... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Dass die weg sind. Dass wir die Nebenmissionen machen können. Ich habe jetzt bei den Maps alle Zusatzmissionen, alle Objektfinder gekauft. Nicht die Schätze, es sind ja 1000 Kisten dann hier auf einmal. Ja, lass mich rein in den Bagger. Hallo, Leiche plündern.
Hast du Zigaretten? Kurz mal, können wir Zigaretten rauchen? Und ich denke mal, dieses Jahr kommt alles, was ich geil finde. Nur, es wird keine, sage ich jetzt schon mal, keine Xbox One bzw. PlayStation 4 Titel kommen. Weil, das ist ja wie jetzt doof. Scheiße. Das war jetzt doof, aber egal. Es wird da keine keine von den beiden Konsolen. Eventuell nächstes Jahr Ende Jahr Weihnachten. Aber dieses Jahr ist nicht so plan, weil da reicht mir das Geld nicht aus und ich will erstmal gucken, welche Exklusivtitel. Na, schaffen wir nicht mehr. Müssen wir nochmal machen. Ich war jetzt doof mit dem Relikt. Wollen wir auf jeden Fall erstmal die Exklusivtitel warten bis Weihnachten. Ob da noch ein Halo 4, Halo 5 kommt, ein God of War 4, ein Uncharted oder was da alles kommen soll. Warte erstmal ab. Die Spiele, zum Beispiel Titanfall, kommt ja auch für PC. Wollen wir mal das machen. Ah, das will ich nicht mehr sagen. Das war jetzt wirklich doof von mir. Aber gut, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall kommt genug von 2013 abwärts. Was geplant ist, ist halt erstmal hier Far Cry Blood Money, kann ich auf jeden Fall sagen. Blood Money. Far Cry Blood Money. Ich sag immer Blood. Geh doch weg, Mann! Pissei. Entschuldigung. Wollt ihr ne? Ich nehme mal die Kiste mit, ne? Schiene Muscheln. Dahin. Dann würde ich doch mal sagen, das war ein schöner Part, hoffentlich für euch, für mich auch. War eigentlich relativ, ging schnell, relativ flott zu Ende. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich eigentlich die Speicherkarte gerade mitgenommen? Gut, dann sehen wir uns gleich, beziehungsweise morgen in den, wo wir die Mission machen. Da wird ja auch was weiter labert. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich muss mir gleich mal kurz gucken, was ich laber noch. Wir nehmen noch die Kiste mit, komm. Wir nehmen noch die Schatzkiste mit. Die Tour. Oder wie heißen die? Kisten. Alles klar, Kisten. Versuchen wir mal tot von oben oder so. Dann bis morgen. Ciao, ciao. Wünsche euch euer Foxy. Bam, bam, bam.